Alle schauten heute nach Davos. Seit Tagen haben sich Polizei und Sicherheitsleute auf diesen Moment vorbereitet. Angekündigt war eine Großdemonstration gegen das Weltwirtschaftsforum, gegen das Treffen der Mächtigen dieser Welt. Doch es kam nicht dazu. Die Proteste fanden weitgehend anderswo statt. Ein Großteil der Demonstranten wurde bereits auf dem Weg aufgehalten. Dabei kam es an verschiedenen Orten in der Schweiz zu heftigen Zusammenstößen und Verkehrsbehinderungen. In Davos selber blieb es heute am ruhigsten. Die Polizei riegelte die gesamte Hauptstraße ab. Am Nachmittag versuchte ein Demonstrationszug von 200 Personen vom Bahnhof ins Kongresszentrum vorzustoßen. Die Polizei reagierte mit einem kurzen Wasserwerfereinsatz. Zu Sachbeschädigungen kam es nicht. Doch zu Kritik von Forumsgegnern. Ich finde es höchst bedauerlich, dass hier die Bemühungen zu demonstrieren praktisch in einer Art Polizeistaat erstickt worden sind. Bereits in Landquart war heute für die meisten WEF-Gegner Endstation. Die Polizei ließ keine Züge durch und kesselte die Ankommenden ein. Mehrere hundert Personen wurden so im Bahnhofsareal blockiert und konnten gar nicht nach Davos gelangen. Aus Wut über die Polizeimaßnahmen begannen sie am Nachmittag die Gleise zu blockieren, sodass der Bahnhof für 3 Stunden gesperrt blieb und der Zugverkehr zum Erliegen kam. Die Stimmung wurde minütlich angespannter. Am Nachmittag kam es zu ersten Zusammenstößen. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse gegen die Demonstranten ein. Eine Person soll am Kopf verletzt worden sein. Kurz vor 15 Uhr bestiegen die WEF-Gegner einen Zug, der sie zurück ins Unterland nach Zürich bringen sollte. Nach wenigen hundert Metern zogen sie die Zugpassagiere die Notbremse, als sie sahen, dass andere WEF-Gegner die Autobahn A13 zwischen Walenstadt und Landquart blockiert hatten. Etwa die Hälfte stieg aus dem Zug aus und solidarisierte sich mit den Protestierenden auf der Straße. Diese waren mit Bussen aus dem Ausland angereist, vor allem aus Italien und Spanien. Die Autobahn blieb 2 Stunden gesperrt. Am frühen Abend erreichte dann doch ein erster Zug mit flatterndem Transparent Zürich. Die WEF-Gegner waren immer noch gewillt, auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Sie zogen vom Außenbahnhof Wollishofen in die Innenstadt. In der Bahnhofstraße wurden sie von der Polizei am Weitergehen gehindert. Bald flogen die ersten Steine und Flaschen, Wasserwerfer wurden eingesetzt, Scheiben und Fahrzeuge gingen in die Brüche. Die Demonstration ist immer noch im Gang.